So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes steht wieder ein Besuch bei Shop Heroes an und ich kann jetzt mein nächstes Item einsammeln und kann jetzt gleich das nächste epische Item in der Form herstellen aus eben nur 4, weil mein Kessel ja hier den Upgrade-Slot hat, den Bonus-Slot. Und das ist auch gleich das, wo ich mir als nächstes zum Ziel gesetzt habe, eine Erweiterung wieder zu kaufen. Weil ich werde dann nämlich tatsächlich hier den nächsten Kombinierplatz kaufen. Allerdings wird es, auch wenn ich jetzt bei 59 nicht mehr weit davon entfernt sein, bis ich den sinnvoll nutzen kann, muss ich den dann auch wieder verbessern. Ich hoffe mal, dass die nicht auch so angestiegen sind, weil hier sind ja die Verbesserungskosten immer weiter angestiegen, jeweils um 250 pro Verbesserungsplatz, ähnlich wie hier, aber hier sind sie glaube ich um 500 an, oder nee, hier sind sie auch um 250 angestiegen. Machen wir jetzt erstmal das Glücksrad und gucken, was das jetzt noch für mich bereithält. Okay, ein weiteres Entwurfsteil und da bin ich jetzt aktuell wo? 21. Also bisher habe ich jetzt alle, denke ich, freigeschaltet, die unter Level 18 sind. Also alle Levels, alle Items, die speziell sind, eben hier als seltene Entwurfselemente haben oder ungewöhnliche oder so weiter, die halt freischaltbar sind. Das heißt, als nächstes kommen jetzt die 18er dann dran, die aber dann eben schon 22 Items brauchen. Und dann schließe ich mal gleich die beiden Quests hier ab. Mal gucken, ob sie was kaputt gemacht haben. Weil auch da ist gleich wieder der Punkt, ich habe die umgestellt. Nachdem ich ja zeitweise alle auf blau hatte, habe ich sie ja dann alle jetzt umgeändert. Inzwischen habe ich sie jetzt tatsächlich alle entweder auf episch oder besser. Oder sie haben nur noch Standard-Gear, also das, was ich direkt herstellen kann und nicht mehr die Fusionskosten braucht. Beziehungsweise nicht die Kosten, sondern vor allem die lange Zeit, die Fusion benötigen. Aber ich bin jetzt dabei, noch die knapp 70 Items, die ich hier noch ausrüsten kann, bei denen, die eben noch nicht komplett ausgestattet sind, dann zu kräften. Wobei es nicht bei allen funktionieren wird, weil Melina, die ja schon auf Stufe 25 also auf ihrer Maximalstufe mit Stufe 25 angekommen ist, ist das Problem, es gibt hier eine Itemlücke. Natürlich nur dann, wenn ich noch nicht alle freigeschaltet habe, weil hier gibt es durchaus Items, die in dem Range liegen, die für sie sinnvoll wären. Aber eben das, was hier jetzt verfügbar ist, kriege ich nicht mit 0% hin. Also das Lichtamulett wäre auch noch interessant. Das ist sogar gewöhnlich, aber das habe ich noch nicht freigeschaltet, weil das wird sie dann wahrscheinlich bekommen. Weil hier geht es nämlich darum, eben die Items, die hier episch mit 0% sind, sind eben das Lichtamulett, was noch nicht freigeschaltet ist. Amulett der Abwehr wäre auch möglich, was aber ein Spezial ist. Das heißt, das kann ich nur über die Zusatzsachen freischalten. Und der Stärkering, den ich verfügbar habe, der hätte halt immer noch eine Schadenswahrscheinlichkeit. Das heißt, die Dinger müsste ich auf legendär herstellen. Also ich müsste entweder einen legendären Stärkering oder legendäres Obelisk-Amulett verwenden. Oder beziehungsweise Zeichen der Weisheit, das wäre auch noch möglich. Aber deswegen im Moment erstmal nur die Standard-Items. Was ich aktuell produzieren kann, ist eben der Stärkering mit der geringsten Ausfallwahrscheinlichkeit. Der Zeichen der Weisheit und Obelisk-Amulett haben halt noch eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, weswegen ich die nicht verwende, auch wenn ich sie herstellen könnte. Deswegen dauert das noch ein bisschen, bis ich da dann das Lichtamulett freigeschaltet habe. Das gilt für hier die Heilsalbe ähnlich. Und das gleiche betrifft jetzt auch Karal, die jetzt auch auf Stufe 25 aufgestiegen ist. Und leider habe ich das einen Moment zu spät mitbekommen, dann hat sie nicht gleich noch einen epischen Gegenstand kaputt gemacht. Das war nämlich genau hier, weil sie eben mit Stufe 25 die silbernen Handschuhe nicht mehr eine 0% Wahrscheinlichkeit hatten und dann sind die prompt 2-3 Missionen, nachdem sie 25 geworden ist, kaputt gegangen, weil ich das nicht nochmal überprüft hatte. Also deswegen immer aufpassen, wenn ihr solche doch ziemlich wertvollen Gegenstände aus meiner Sicht verwendet, dass ihr, wenn die aufsteigen, da kontrolliert, ob die wirklich alle noch bei 0% liegen. Ich bin aufgestiegen, endlich mal wieder ein Level weiter. Jetzt bin ich tatsächlich von 31 auf 32 aufgestiegen, habe genug Sachen an meine Helden hier verkauft, um die Punkte dafür zu bekommen. Damit konnte ich jetzt auch ganz regulär den letzten Arbeiter einstellen. Das heißt, ihr seht, hier gibt es kein Upgrade mehr. Ich kann keinen weiteren Arbeiter einstellen und ich habe jetzt 8 Arbeiter.
da es insgesamt 11 Fähigkeiten gibt. Also wenn ich hier anklicke, ihr seht, es gibt 11 Fähigkeiten plus die Meisterschaftslevel. Heißt es, dass bei 8 Arbeitern, die jeweils 2 Fähigkeiten haben, mindestens 5 doppelt sind. Wenn ihr die ungeschickt wählt, dann, oder je nachdem, vielleicht wählt es ja auch absichtlich aus, dass ihr welche habt, wo dann in einer Kategorie 3 Arbeiter arbeiten. Ich habe sie jetzt so ausgewählt, dass sie bei mir also in 5 Kategorien doppelt sind. Das ist einmal Metall, Stoff, Magie, Waffen und Rüstung. Weil sonst wäre irgendwie so das Problem gewesen, dass ich tatsächlich in einem 3 gehabt hätte und deswegen, ja, das wollte ich nicht, sondern ich wollte die lieber eher gleichmäßig verteilen. Deswegen sind die 4, die jetzt hier übrig sind. Ich weiß nicht, ob es später nochmal irgendwo einen Bonus gibt, den man freischalten kann. Vielleicht kann man doch später alle Arbeiter einstellen. Wobei, ich muss mal nochmal nachschauen, weil ich glaube, es gab einen Erfolg, was die Arbeiter angeht. Eure 12 verschiedene Angestellte an. Also irgendwie muss es da ja dann doch noch was geben. Aber im Moment ist da auf jeden Fall kein weiterer Platz. Weil wenn ich alle 12 anstellen soll, dann natürlich kann ich die eine rauskicken. Aber mal gucken, 3800. Kann ich das mal kurz ausprobieren, weil Geld habe ich ja jetzt hier genug. Dann kann ich mal die anderen einstellen. Also sie werde ich nachher wieder reinholen. So, einstellen, bestätigen, entlassen. Weil die beiden hatte ich wahrscheinlich noch nie angestellt, deswegen sind die halt auch nie aufgelevelt worden. So, entlassen. Und jetzt hole ich mir meine Lederarbeiterin wieder zurück natürlich. So, mal gucken. Also dann ist zumindest der Erfolg abgeschlossen. Okay, aber es gibt noch irgendwie dann die Möglichkeit, also ich muss die nicht gleichzeitig haben, sondern ich muss die nur eingestellt haben irgendwann mal. Also gibt es noch irgendwo Möglichkeiten, weitere Angestellte freizuschalten. Mal sehen, mit welchem Upgrade das dann tatsächlich der Fall ist. Und ob es dann, naja gut, sinnvoll das auszuwechseln, dürfte es eigentlich nicht unbedingt sein, weil es gibt ja nicht mehr Fähigkeiten. Aber vielleicht haben die später ja sogar 3 Fertigkeiten-Slots. Mal gucken, was da noch so auf mich zukommt. Also, soweit dann gleich wieder ein Erfolg abgeschlossen. So, was ich jetzt inzwischen gemacht habe, ist tatsächlich bis Level 17 alle Items soweit zusammenfusioniert, dass ich halt wirklich nur das Minimale da habe, was, ja, was nicht zu einer weiteren Fusion gereicht hat. Und es hat vorübergehend wieder immer, also wenn ich ein so ein komplettes Level abgeschlossen habe, sorgt das immer mal wieder für ein bisschen Entspannung in meiner Truhe. Aber ihr seht, es ist schon wieder komplett voll, weswegen ich jetzt hier auch nicht weitere Items kräfte, um den Sachen wieder zu verkaufen, sondern einfach, also super makelloser Trank. Aber das heißt, ich muss noch einen neuen bauen, weil ich will nämlich immer ein so ein Item dann in Reserve halten, um eben, wenn die aus ihren Missionen was kaputt machen, dass ich die dann gleich wieder ausrüsten kann, um sie weiter loszuschicken. Genau, der dauert nämlich 2 Stunden und wenn ich den dann innerhalb von Missionen, wenn die eigentlich nach einer halben oder dreiviertel Stunde wieder los sollen, wäre das ziemlich unpraktisch, wenn das, ja, wenn da keine Ausrüstungsgegenstände für da sind, um zumindest einzelne Items, die kaputt gemacht werden, dann doch zu ersetzen. Und gleichzeitig hilft es mir halt, die Items schon mal ranzuschaffen von grün und besser, um dann schneller die Sachen auf EP zu fusionieren. Parallel zu dem, dass ich die Sachen fusioniert habe, habe ich jetzt auch die letzten Items bis Stufe 15. Bei Stufe 15 fehlen mir noch 2 Items, die ich noch nicht komplett gemeistert habe. Also einmal die Großmeisterhandschuhe, die ich noch meistern muss. Und den Blutdolch habe ich jetzt, glaube ich, auch schon, genau, das blutrote Herz. Der ist jetzt auch schon gemeistert, das heißt, es ist nur noch ein Gegenstand bei Level 15, den ich noch nicht gemeistert habe. Dann sind alles unterhalb von Level 15 schon gemeistert und natürlich noch ein paar drüber, wo ich aktuell dabei bin, die jetzt mit meinen Heldenstufen ganz gut übereinstimmen. Eben von Level 17, Oneira und Dathos sind ja die beiden Nachzügler, die erst bei Brunnen auf Stufe 35 wieder aufgelevelt werden können. Sind die anderen jetzt alle Level 20 oder höher? Und ja, leider 2 direkt schon auf dem Maximallevel.
die dann halt entsprechend so auszustatten sind, dass sie halt natürlich auch, wenn kein unkaputtbar Event aktiv ist, dann keine Rüstung kaputt machen. Also der Grund, warum ich das jetzt alles so umgestellt habe, ist, damit ich die wieder alle auf Mission schicken kann. Und bei den Missionen habe ich inzwischen auch so weit eruiert, dass ich, da ich ja jetzt inzwischen alle bis auf die Yggdrasil-Mission, da sind alle noch nicht alle stark genug, die zu meistern, aber hier Unheiliges Land, zum einen mit dem bis zu 5 Items und hier 2 bis 5 Items und hier sogar das jetzt inzwischen gemeistert mit 2 bis 6 Items, die lohnen sich inzwischen finanziell. Zumindest sind in der Regel die Konkurrenzwerte oder die Vergleichswerte. Und da hole ich jetzt mal das Excel-Sheet dazu. Also hier seht ihr letztlich die Vergleichswerte, bis wohin sich aktuell mit den Konstellationen, so wie sie halt aktuell so wie die Missionen für mich maximal möglich sind aktuell, mit dem Speed-Up, also mit der Verbesserung der Dauer. Das heißt, wenn ich die 3-mal beschleunige, das heißt, der Bonus bleibt dann später auch aktiv. Das bedeutet eben, dass ich die Missionszeit halt bis auf 1 Stunde 13, bis sie wieder los können. Also sowohl die Missionszeit selber als auch die Ruhezeit, die im Anschluss notwendig ist, bis auf 1 Stunde 13 hier unten runterdrücken kann und damit letztlich in der Lage bin, hier 15,5 Millionen einzunehmen. Was in dem Fall zum Beispiel noch nicht kostengünstig wäre. Also da müsste ich mindestens 352.000 für den Preis verkaufen, damit sich das so rechnet. Aber für die anderen beiden habe ich hier jetzt Grenzen. Das heißt, solange ich das hier für mehr als 216.000 verkaufen kann, lohnt es sich mehr als die Wüste des Verderbens. Wobei ich eben schauen muss, dass bei der Wüste des Verderbens ist die Nachfrage immer in der Regel immer wieder so groß, dass wirklich ein Ausverkauf da ist, was die Gold-Items angeht. Bei den anderen gibt es immer wieder eine gewisse Konkurrenz. Da muss ich schauen, ob ich wirklich sinnvolle Preise erziele. Aber hier ist ja auf jeden Fall eine große Spanne zwischen den aktuellen Preisen, die ich da erzielen muss. Und weswegen ich eben alle wieder brauche, auch um die auf die Mission zu schicken, weil wenn ich nur die 2 Teams mit den 8 Leuten wegschicke, dann wird auch hier das inzwischen deutlich zu teuer, weil ich brauche hier inzwischen, also trotz Rabatt, trotz des Bürgermeisters Rabatt, den ich jetzt hier wieder drauf gesetzt habe, brauche ich 1,8 Millionen, um das Ding hier eben immer wieder zu aktivieren. Und das muss ich natürlich auch irgendwie rechnen, weil bei 1,8 Millionen bräuchte ich schon 10 Items allein dafür, um das hier gegenzurechnen in Bezug auf die Flügelfedern, also auf die Items, die ich hier bekomme. Das ist bei den anderen dann ein bisschen weniger, aber ich bekomme ja hier auch nur 2 bis 6 Items statt... Ah, okay, hier ist es identisch, weil die sind jetzt beide abgeschlossen. Das heißt, in der Hinsicht lohnt sich das halt dann eben genauso, nur dass es halt 15 Minuten länger dauert in der regulären Zeit und somit auch 7,5 Minuten mehr Cooldown hat, weil die brauchen ja mindestens die halbe Zeit zur die Hälfte der Missionszeit als Restauration. Soweit meine Helden, die ich inzwischen sehr, sehr schön finde, dass hier die ersten tatsächlich komplett regulär mit episch ausgestattet sind, auch wenn die natürlich noch weiter aufleveln werden. Das Aufleveln der Helden werde ich aber erst dann wieder anstoßen, wenn ich tatsächlich hier einmal durch bin und dann nur Stück für Stück einzelne Items austauschen muss, die ich ja dann später auch zum Teil zumindest noch recyceln kann. Klar, bei dem 20er weniger. Aber wenn ich hier zum Beispiel die 25er oder die 24er habe, das sind natürlich Items, die können die anderen dann beim Hochleveln auch wieder noch wieder mit nutzen, bis die dann eben zu stark werden. Und wenn es zu viele sind, dann eben auf die Legendären. Und wenn die Legendären nicht mehr verwendet werden können, dann geht es halt auf die mystischen Items, die ja dann eine noch größere Spanne haben, wo hier eine 0% Schadenswahrscheinlichkeit dann möglich ist. Also da bin ich noch sehr gespannt, wie das tatsächlich alles gut klappt. Das Wochenendevent ist ja leider schon wieder vorbei. Das beginnt, glaube ich, immer Donnerstagabend, eben mit Freitag. Und da bin ich im Moment so in der Lage, mir auf jeden Fall 75 Diamanten sicherzustellen, die einfach über das Wochenendevent zu beziehen. Das heißt, nächstes Wochenende sollte ich auf jeden Fall die ersten 1000 dann bekommen. Und dann mal sehen, ob es eine böse Überraschung gibt in der Hinsicht, dass der Upgrade für den Kombinierplatz 2 auch deutlich teurer wird. Aber das werde ich dann euch dann beim nächsten Mal erzählen, wenn ich es selber weiß. So, als kleines Highlight noch, und auch wenn das vom Platz her im Moment ein bisschen knapp ist, werde ich mit euch mal noch die 2 Truhen öffnen oder die 2
Schlüssel, die ich halt vom Wochenendevent noch übrig habe. Und mal gucken, also leider gibt es keine Entwürfe mehr, die ich hierüber beziehen kann, weil ich die Entwürfe natürlich alle schon freigeschaltet habe. Das heißt, es können höchstens ein paar Items oder ein makelloser weißer Dolch. Und dann mal gucken, was hier jetzt so für Entwürfe auftauchen, weil ich denke, die Ledertruhe ist auch zu niedrig. Die hat, glaube ich, keine Level 18 Items drin. Also den Helm habe ich auch schon. So, mal sehen, das dauert eine Weile, bis ich die natürlich wiederholen. Klar, das Totem ist alles schon bekannt. So, die Flöte habe ich auch schon freigeschaltet inzwischen. So, die Stiefel genauso. Die habe ich ja schon verwendet beim letzten Unbreakable Event. Habe ich das ja alles umgestellt. So, jetzt wiederholt sie es bereits. Genau, das waren die Handschuhe noch als letztes. Und ja, also das Mond-Item. Ich glaube, jetzt kommt die gleiche Reihenfolge. Ne, es kommt immer noch ein Entwurf. Okay, Item, kommen die durcheinander? Na, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die so chaotisch durcheinander kommen. Also den Zielsuchspeer habe ich auf jeden Fall freigeschaltet. Ja, diese Teile wiederholen sich auf jeden Fall öfter als die anderen Elemente. Naja, also auf jeden Fall ist es keine Rüstung dabei oder kein Entwurf dazu erwarten. Aber gucken wir mal, was es trotzdem bringt. Vielleicht ja einen schönen Gegenstand. Okay, noch ein makelloses Ablenksiegel. Stufe 14 in dem Fall. Letztlich geht es mir bei den Kämpfen nur darum, diese Kronjuwelen zu bekommen. Allerdings nicht um jeden Preis. Also ja, wenn ich 3 Kämpfe gewinne, dann kriege ich auf jeden Fall schon mal mindestens die 3. Das ist schön. Aber ich würde jetzt nicht extra Gold dafür ausgeben, nur um einen eventuell gefährlich erscheinenden Gegner auszuwechseln. Vor allem, weil es eh nicht hundertprozentig kalkuliert werden kann. Weil manchmal gewinne ich ganz gut gegen deutlich stärkere oder welche, die deutlich stärker aussehen. Aber manchmal gewinne ich auch oder verliere ich auch gegen welche, die doch ziemlich schwach aussehen. Und das ist dann immer, ich glaube, das wäre eine ziemliche Geldverschwendung, da ständig zu wechseln. Weil hier, die hatten jetzt alle 22.000 und ich habe trotzdem gewonnen. Und bei denen ist es halt dann wieder nicht ersichtlich. Ja, die sind jetzt relativ niedrig gewesen und trotzdem verloren. Also deswegen ist es relativ schwierig zuzuordnen. Und von der Sache her, es kostet mich ja nichts, da einfach durchzugehen. Wozu will ich die Kronjuwelen haben? Ich nähere mich langsam, aber sicher meiner ersten Stadtverbesserung. Und hier habe ich dann nämlich vor, hier die Taverne zu verbessern und hier nochmal 5%. Ich bin mal gespannt, ob die 5% dann nur für den Absolutbonus, also ob die jetzt hier die aktuelle Questzeit verkürzen, ob die dann hier 45% werden oder ob die hier regulär draufkommen, dass die Questzeit selber dann um 29% verkürzt wird, solange der Bonus aktiv ist oder ob es auf beides kommt, mal sehen. Interessant wird es natürlich auch hier für den Verbesserungspreis. Allerdings das Rathaus kostet halt 5.000. Das ist mir noch zu weit weg und dauert mir zu lange, um das da erstmal drauf zu sparen, sondern erstmal will ich das erste Upgrade machen. Mal gucken, wie stark die Preise dann auch hier ansteigen. Für die anderen habe ich jetzt im Moment keinen großen Bedarf, die Produktionsboni zu aktivieren oder die Stärkeboni zu aktivieren. Genauso wenig wie für die Ressourcen, weil mit den Ressourcen komme ich ganz gut zurecht. Ich habe eher zu wenig Lagerplatz, als dass ich nicht genug Ressourcen hätte, um Sachen herzustellen. Also von daher ist da jetzt kein Upgrade nötig. Das andere, was jetzt aktuell ansteht, hier im Moment ist es jetzt niedrig genug. Also meine Werkbänke haben alle genug Kapazität, um die normalen Sachen aufzunehmen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in der Stadt die ganzen Produktionsboni aktivieren sollte, also das, was ich, nicht du, sondern hier Ingenieursakademie, also das, was ich alles hier so an Boni aktivieren kann, wenn ich die alle freischalte, also gerade hier 125, so viel Kapazität habe ich im Moment nicht überall, deswegen muss ich hier noch ein paar Werkbänke als nächstes hochleveln, aber das werde ich halt auch einfach nach und nach machen, bevor ich dann jetzt tatsächlich dann dazu komme, genug Geld einzunehmen, um die letzte Reihe hier zu vervollständigen. Also sowohl die letzten 14er hier, als auch dann hier die 14er und die 15er Reihe, die ja noch einiges zu tun hat. Aber dazu brauche ich vor allen Dingen auch einiges an Geld, was hier reinfließt, weil das Rathaus mit 2,5 Millionen pro Upgrade natürlich auch inzwischen deutlich teurer geworden ist.
Aber mal sehen, wie und was und wann, weil als nächstes steht dann auch noch die Ladenverbesserung an. Die kann ich ja mit dem Rathaus noch ein bisschen in den Kosten senken, aber das wird auch noch eine Weile dauern. Weil 750 Millionen kriege ich im Moment nicht so schnell zusammen. Schickt man doch die jetzt alle wieder auf Tour. Jetzt ist natürlich nur die Frage, auf welche. Da ich jetzt so schnell hier wieder nicht weitermachen werde, kann ich die eigentlich alle auf unheiliges Land schicken. Also zunächst mal die 5er-Trupps. Das heißt, das sind die hier alle zusammen. So, wie ihr seht, alle grün, ohne dass ich irgendwelche Boni aktivieren muss. So, als nächstes kommen die Damen dazu. Odette und Naira als vierte. So, dann habe ich natürlich jetzt einen Dreier-Trupp, weil ja der eine Trupp zu fünft losgezogen ist. Aber die haben auch genug Stärke und können selbst das eben zu dritt in grün erledigen. Und dann ja, machen wir erstmal Fioras Trupp, den Kämpfertrupp, wo halt wirklich nur Kämpfer drin sind und deswegen einen ganz guten Gruppenbonus geben. Und dann das letzte ist dann der Trupp mit Melina, die dann auch ein bisschen schneller ist. Und sie bringt noch die Heilungsdauer wird verringert. Und die haben zumindest auch 41%. So. Dann können die erstmal alle wieder losschaffen. Da es jetzt, wie gesagt, eh länger dauert, brauche ich auch die Taverne nicht zu aktivieren, sondern dann können die erstmal so in Ruhe losziehen. Und soweit von Shop Heroes für heute und noch auf zum nächsten Spiel.